zusammen. Es ist super merkwürdig, dass ihr in meinem Schlafzimmer seid, aber wir ignorieren das jetzt einfach mal, denn ich verspreche, es gibt einen Grund. Ich bin Jessica Marison, Lead Community Manager für BioWare und die Dragon Age Franchise. Und ich bin hier, um euch zu erklären, was ihr tun müsst, um eure eigene Rolle in Dragon Age Inquisition zu bekommen. Es ist super einfach. Alles, was ihr braucht, ist das Skript, ein Aufnahmegerät und eure Stimme. Wenn ihr für die Liebe eure Stimme an eine Meereshexe verkauft habt, tut's mir leid, dann seid ihr ungeeignet. Ihr könnt dieses Video ausmachen. Für alle anderen, ihr könnt das in eurem verdreckten Zimmer machen. Mein Zimmer ist sauber, denn so läuft das bei mir. Mein Produzent hat mir aufgetragen, alles dreckig zu machen, aber das habe ich nicht. Naja, egal. Abhängig davon, welches Skript ihr euch aussucht, spielt ihr entweder den Dorfbewohner oder die Truchse. Ihr spielt entweder den Dorfbewohner oder den anderen. Auf jedem Skript hat jede Textzeile einige Hinweise der Autoren. Das ist der Subtext, die Art und Weise, wie die Textzeile gelesen werden soll und was der Charakter gerade fühlt. Sprecht den Subtext nicht laut aus, sarkastisch gelesen. Übt eure Texte am besten mit Freunden, damit ihr ein Gefühl für die Betonung und den Rhythmus bekommt. Hey Graham, könntest du mir vielleicht helfen, meine Texte für vor einem Spiegel zu üben, hilft zur Not auch. Bevor ihr die Aufnahme startet, ist es immer gut, die Stimme mit ein paar einfachen Stimmübungen aufzuwärmen. Ihr solltet außerdem auf Dinge wie Rauchen, das Trinken von Alkohol oder scharfes Essen verzichten. Bewahrt eure kostbare Stimme. Und wenn ihr fertig seid, atmet tief ein, steht gerade. Ich hab Skoliose, deshalb kann ich das nicht. Und legt los! Wenn ihr fertig seid, seid stolz auf euch selbst, ladet die Datei hoch und schickt den Link an diese E-Mail-Adresse hier. Im Ernst? Merkt euch diese E-Mail-Adresse. Die hier. Wir nehmen Einsendungen bis zum 16.06.2014 Mitternacht entgegen. Dramatisch. Nach einer kurzen, aber umfassenden Auswertung werdet ihr ins Synchronstudio eingeladen. In unsere schöne Hauptstadt Berlin. Und wenn ihr dahin fahrt, zieht euch was Vernünftiges an. Dort trefft ihr dann auch die deutschen Kollegen unserer Regisseurin. Hey Caroline! Hey Jess, komm, wir legen gleich los. Dann setzt ihr die Kopfhörer auf, stellt euch vor das Mikro und macht eure Stimme durch eine Reihe von Einsen und Nullen unsterblich. Okay, legen wir los. Es ist ganz einfach. Schneller. Es ist ganz einfach. Lauter. Es ist ganz einfach. Weniger orange, mehr blau. Es ist ganz einfach. Also denkt dran. Skript, Kamera, ruhiger Platz, gerade stehen, entspanntes Gesicht, tief atmen, natürlich, auf YouTube hochladen und Spaß haben. Ist im Kasten.